Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Super Mario Sunshine. Wir sind eingeschlafen. Cool. Nein, wir wollten wieder zurück in unser zweites Level, denn da fehlt uns, glaube ich, noch ein oder zwei Insignien. Auf Zeiten, Jungs. Oh nein, da wollte ich jetzt. Da wollte ich jetzt. Kann ich hoch. So. Let's go. Hallo, Mario. Dankeschön. So! Kapitel 7. Ich glaube, es gibt immer 8 Kapitel. Das heißt, uns fehlen noch 2. Okay. Mario Morgana Landgang. Okay. Also Mario Morgana. Ja. Muss ich den wieder mit Wasser abspritzen? Das kann sehr gut... Da ist er ja schon. Hallo, Mario. Ah, easy. Ah, das vergesse ich denn nie. Ich muss sagen, diese Mario Morgana Abspritzmissionen, die sind immer super easy. Ich weiß, das klingt ein bisschen komisch, aber ist halt so. Da hatte ich auch in der ersten Welt absolut kein Problem mit. Super simpel. Das war nochmal eine geschenkte Insignie. Und damit komme ich jetzt auch schon zur letzten. Das wird wahrscheinlich wieder ein Jump'n'Run-Level werden. Gehe ich mal von aus. Ich glaube, das war bei dem anderen Level auch schon so. Und danach können wir endlich mal zu Bowser. Oder wer auch immer das ist. Wissen wir ja nicht. Sieht nur ein bisschen aus wie Bowser, aber dieses Fahrzeug da. Ich meine, wer soll das sonst sein? Yoshis Obst-Obolus. Schalte ich jetzt endlich den Charakter frei, den ich brauche, um an die ganzen blauen Münzen zu kommen? Weil ich konnte nämlich an diese ganzen blauen Münzen nämlich nicht, weil wir Yoshi noch nicht haben. Oh, ich hab rumgeswitcht. Ah, shit. So. Oh, was geht denn hier ab? Alter, hier ist ja eine fette Party. Cool. Ich will mit dem reden. Oh, ich könnte Blooper verkaufen. Hast du welche? Essen die hier Blooper? Okay. Ach, come on. Komm, stell ich nicht drauf. Oh nein! Oh shit, ich bin von der Taste abgekommen. Damn it! Das war so nicht geplant. Ich bin von der Taste abgerutscht mit dem Finger.
Ah! Okay. Ich hoffe nur, da kriegt man auch Yoshi, weil... Ich habe hier Yoshi bisher noch nirgendwo gesehen in dem Spiel. Freizeit ist ein großer Teil des Lebens. Arbeit aber auch. Ich fliege mit meinem Privathubschrauber nach Hause. Was dich betrifft, mach weiter so. Du bist mir so einer. Weil ich sehe irgendwie nicht, dass man da hinten an Yoshi rankommt. Oh nein, da kann man glaube ich nur mit dem Dreisprung hin, ne? Ah, stimmt, da war ich ja schon einmal drüben. Ja. Jetzt weiß ich aber wirklich nicht, wie man an Yoshi kommt. Weil das Problem ist, ich konnte nämlich auch schon in der ersten, im ersten Level keine... keine... blauen Münzen holen. Also da fehlen mir auch noch drei blaue Münzen, weil ich die mit Yoshi holen muss. Das ist natürlich jetzt belastend. Weil dann müssen wir halt jetzt zu Bowser. Und ich muss mal privat gucken, wie man an Yoshi kommt. Vielleicht schaltet man den erst später frei, ich weiß es nicht. Kann sein. Müssen wir mal gucken. Dann gehen wir halt erst zu Bowser. Oder wer auch immer das ist. Ich sag immer Bowser, ich habe absolut keine Ahnung. Wirklich nicht. Jetzt habe ich hier natürlich ein bisschen Scheiße gebaut. Ja, ich weiß, dass Prinzessin Peach entführt worden ist. Ist mir doch egal. Gerade gekotzt. Das war seine Zunge. Ich dachte, der hätte gekotzt. Das ist Isla Fortuna. Isla Fortuna. An irgendeinem Springbrunnen. Okay, ich kann nach Paco Fortuna. Der Auftritt der Robo-Bowser? What? What? Was ist das denn für ein geiler Freizeitpark? Die blaue Münzen. Da ist eine drin, oder? Da ist eine blaue Münze drin. Ich weiß noch nicht, wie ich da rankomme. Hallo! Oh, benvenuto a Parco Fortuna. Danke. Ich möchte wieder abspritzen. Hilfe! Wäre cool, wenn ich da so hätte gleiten können. Oh oh. Ja.
Wahnsinn, was für ein Spektakel. Eine neue Show von uns. Ihr zwei seid einmalig. Wer euch einstellt, verdient mehr Geld. Ich liebe das. Einer ist der furchtlose Held und der andere ist ein böser Doppelgänger, der genauso aussieht. Als Leiter des Parks liegt mir der Erfolg am Herzen. Wie wäre es, wenn ich dir dieses Fahrzeug zur Verfügung stelle? Mir nach. What the fuck passiert hier gerade? Ey, ich sehe gar nichts. Oh nein! Oh! Ja. Ja. Kugel will ich sie mir eigentlich scheißegal. Okay. So ein geiler Bosskampf. Oh, shit. Okay, die scheinen nicht alle erwischt zu haben. Hilfe, ich sehe nix. Das war easy. Das war einfacher als gedacht. Mario! Peach! Oh. Lull. Mario's a bully, he never fights fair. He said, Junior, you gotta try to outsmart Mario. So I tried to get Mario sent to prison, but they didn't lock him up. And now he came to steal Mama Peach again. You pest, stop following us. Corona, natürlich. Lol. Ist das hier der erste Auftritt von Bowser Jr.? Ich habe gerade erst. Ich war gerade am Überlegen. Ich habe erst gedacht, der tritt ja auch in Yoshi's Island auf. Aber nein, in Yoshi's Island war es ja Bowser einfach nur als Kind. Das war ja nicht Bowser Jr. Ist das der erste Auftritt von Bowser Jr.? Und ich weiß auf jeden Fall, dass es auch ein Gerücht nämlich gibt. Was heißt Gerüchte, dass Peach nämlich wirklich die Mutter von Bowser Jr. ist, weil eben genau wegen diesem Spiel, weil er das nämlich sagt. Ich wusste nur nicht mehr, in welchem Mario-Spiel das vorkommt. Aber jetzt erinnere ich mich. Egal, wir haben die Insignie. Das war's fürs Spiel. Entschuldigung. So.
Frage ist natürlich, gibt es da mehr? Da gibt es doch mehr als einfach nur eine Insignia, oder? Ja, aber klar. Das Geheimnis der Strandkanone. Ach nein. Was ist denn mit ihm falsch? Was sind das denn hier für Sonnenblumen? Ich muss gerade noch überlegen, wie ich den hitte. Okay, ich weiß, wie ich den hitte. Oh. Ah, shit, daneben geworfen. Ach, come on, der war doch schon lange explodiert. Warum treffe ich den denn nicht? Ich komme jetzt halt näher ran. Ah, geht doch. Das war easy. Okay, jetzt kann ich da rein. Oh, und dann gibt's natürlich... Ach, natürlich gibt's so ein Champignon-Level. Natürlich! Oh, das ist ein Yoshi-Block. Ganz viele Yoshi-Blöcke. Ich kann schon mal kaputt machen. Was will ich damit münzen? Ein One-Up! Das habe ich nämlich da drin erwartet. Okay. Ich hätte gern wieder eine Top-Down-Perspektive. Aber die kriege ich irgendwie nicht, solange ich springe. Shit. Ja, okay. Oh Gott. Da muss ich schnell sein, alles klar. Alles klar? Hier genauso. Und dann sind wir auch schon da. Easy! Das war ein einfaches Jump'n'Run. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit.
schon 3 Insignien heute geholt. Ich weiß halt zwar immer noch nicht, wie man Yoshi bekommt. Da muss ich nochmal nach... Also, ich lese mir das mit Yoshi mal durch. Und dann sage ich euch im nächsten Part Bescheid. Im restlichen Part machen wir dann noch irgendwelche anderen Stuff. Wir gehen mal wieder zurück. Ich weiß auch noch nicht, wie lange ich den Part mache, weil eigentlich habe ich heute nicht so viel Zeit. Der geht jetzt schon... eigentlich erst, aber... Mal schauen. Rote Dukaten im Piratenschiff. Ich würde eigentlich ganz gerne nochmal hier reingehen und dann mal kurz nach ein paar blauen Münzen zumindest Ausschau halten. Und hier konnte ich mich ja zumindest frei bewegen. Ich würde ja zum Beispiel gerne wissen, wie man hier reinkommt. So. Ich glaube, ich muss sie dann hier hinlocken. Diese lilanen. Die schwarzen bringen mir nichts. Ich brauche diese Verfolgerkugel-Willis. Da kommt einer. Danke. Nächsten. Oh Gott, sind die schnell! Oh, dankeschön. So, jetzt brauche ich aber noch so einen Verfolger. Na, ihr sollt doch hier hin. Okay, ich muss die irgendwie von außen dahin bekommen. Ja! Danke. So, damit hätten wir auf jeden Fall schon mal alle in den Kisten. Mehr habe ich hier jetzt nicht gesehen. Aber ich komme hier gar nicht rein. So. Park wegen Notfalls geschlossen. Okay. Egal, ich habe alle blauen Münzen in den Kisten geholt. Das war eigentlich das, was ich tun wollte. Dann können wir rein theoretisch den Kurs wieder verlassen. Ich speichere mal kurz. Weil, das haben wir ja schon gemacht. Aber die blauen Münzen, die waren easy zu holen. Das freut mich. Haben wir da schon mal eine Menge weg. Komm, eine Sache machen wir noch. Eine Sache machen wir noch. Machen wir noch die roten Münzen im Piratenschiff. Jetzt ist das wahrscheinlich wieder eine Aufgabe, wo ich eine halbe Stunde für brauche. So, die blauen Münzen da drin sind ja jetzt weg. Ja, okay. Da habe ich alle geholt. Oh, das sieht wirklich schrecklich aus. Okay, habe ich verstanden. Da sehe ich ein rotes X. Da sehe ich ein rotes X. Scheiße. Da ist auch eine blaue Münze.
Egal, ich hab's bekommen. Das war's mir wert. Aber hier sind auf jeden Fall eine Menge blaue Münzen. Das wird nicht so geil werden. Da ist noch ein rotes Dreieck. Ah! Scheiße. Kommt schon die hier? Die wollten wahrscheinlich, oder? Mario. Okay, keine Ahnung, muss ich gucken. Wie gesagt, blaue Münzen hole ich alle wieder auf Screen. Das ist ja jetzt nichts, was ihr unbedingt miterleben müsst. Ich habe ja gesagt, das hat mir eigentlich relativ viel Spaß gemacht. Ist jetzt aber trotzdem nichts, was man unbedingt mit euch teilen müsste. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht drauf. Okay, da unten drunter ist das hier. Ist auf jeden Fall eine. Ich finde noch so viele rote Münzen. Wo sind die denn alle? Natürlich bin ich zu weit gesprungen. Natürlich bin ich zu weit gesprungen. Schön. Also zwei habe ich noch gesehen, aber dann wird's. Ach da. Nee, da ist gar keine. Ich hatte keine rote Münze. Nee, ist gar keine. Oh Moment. Hier ist ein M. M kann man wenigstens schnell machen. Kommt einfach eine blaue Münze raus. Und es gibt mehr Energie wieder. Okay. Gerade hier. Ah, falsche Taste! Scheiße. Oh Mann! Ach, egal. Zwei rote Münzen noch. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Och, ich hasse mein dreckiges Scheißleben. Oh.
Kannst du einfach keinem erzählen. Das war mein Fehler. Ich hab's gesagt, das wird die Mission sein, wo ich am längsten verhänge. Natürlich. Okay, Entschuldigung. Tja, ich frag mich nur, wie ich an die rote Münze komme. Ich meine, die hier ist jetzt nicht so schwer, die hier unten hängt. Kriege ich die da runter? Hochfallstasse. Ich habe vielleicht eine andere Idee. Was will jetzt nicht mehr liegen? Vielleicht kriege ich die auch. Yes! Okay. Das ist natürlich ganz oben, ne? Das heißt, ich muss nochmal hoch. Ah! Ach, was ein Müll. Ich weiß auch nicht mal, welche Taste man drücken muss, um durch die Dinger zu gehen. Scheiße. Also durch die Gitter. Huh! Ich bin gerade durch das Schiff durchgefallen. Das war natürlich nicht so geplant. Alles klar. Der wischt mich aber auch immer, ey, dieses scheiß Viecher. Egal, ich hab die Insignie. Ach, schön. Damit haben wir 25 Stück. Das ist nice. Das gefällt mir. Und das soll es dann auch für heute gewesen sein. Wie gesagt, ich habe heute eigentlich nicht so viel Zeit. Ich habe jetzt 35 Minuten aufgenommen. Naja. Ist ja auch gut. Ich finde, die haben heute viel geschafft. Die haben heute 4 Insignien geholt. Das war doch gutes Pensum. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, schaltet im nächsten Part wieder ein. Ich schaue mich mal für nächste Woche um, wo wir Yoshi ja bekommen. Vielleicht schalten wir den auch erst im späteren Verlauf des Spiels frei. Das weiß ich natürlich noch nicht. Aber falls wir den jetzt schon holen können, dann werden wir das im nächsten Part in Angriff nehmen. Ansonsten machen wir einfach da weiter, wo wir aufgehört haben. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich sage bis dahin, tschüss.